Ich will dich, wie du bist, weil du weißt, was du willst und du lernst. Also, das dritte Single langweilig. Ja, ist echt schön hier, aber so nur mit euch beiden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr langweilig seid, aber ich hätte schon Lust auf mehr Leute. Ja, das Ganze ist hier auch so gar nicht gestellt so. Ich weiß nicht, von was du redest. Wo ist dein Skript? Hol das raus. Das habe ich mir doch hier auf die Fußsohle geschrieben. Was geht ab, Leute? Sorry für das billige Intro. Willkommen auf meinem Kanal und ja, wir wollten hier eine offizielle Ankündigung machen und zwar organisieren wir ein... Ja, auf jeden Fall organisieren wir heißt es eigentlich der Potluck oder das Potluck? Einen Potluck im Herzen von Frankfurt in dem Park Licht- und Luftbad, kurz Lilu. Die ganzen Infos findet ihr in der Videobeschreibung, auch die Wegbeschreibung. Und wir drei sind schon mal dabei, einige andere Persönlichkeiten haben schon mal zugesagt. Das Ganze wird stattfinden am 24. Juni, das ist ein Sonntag. Wir hoffen, das Wetter spielt mit, aber das wird es schon mit Sicherheit. Was ist auf jeden Fall erwünscht bei einem Potluck? Jeder sollte irgendein rohköstliches Gericht mitbringen. Das muss nichts Aufwendiges sein. Ich werde zum Beispiel was Aufwendigeres machen. Ich werde wahrscheinlich einen Kuchen mitbringen und einen Salat mit Sprossen und mal gucken, ob ich noch irgendwas zeitlich schaffe. Aber es reicht auch, wenn ihr einfach keinen Plan habt oder noch neu in der Rohkostszene seid, wenn ihr einfach mal eine Wassermelone mitbringt oder eine Honigmelone oder einfach so ein bisschen Obst, ja, so wie der Samson. Oder ihr könnt euch auch irgendwie einbinden, wenn ihr irgendwas könnt. Wir werden euch auch einiges anbieten. Ich werde zum Beispiel einen kurzen Vortrag halten, zu welchem Thema, weiß ich noch nicht so genau. Wer da Bock drauf hat, kann mir zuhören, wenn nicht, dann halt nicht. Und was willst du uns bieten? Ich biete euch Yoga, Musik, ein kleines Mini-Konzert. Sehr gut. Und beides wird also jeweils 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen. Wir wollen uns ja auch wohlfühlen, ein bisschen Bewegung, das ist ja auch gut, ne? Mit dem Essen gemeinsam und so. Ja, vielleicht werde ich auch noch ein, zwei Sätze so sagen über meine Leidenschaft, Spiritualität und Lebendigkeit. Ja. Sehr gut. Lebensenergie und so. Ja, ich freue mich. Und ich werde frisches Quellwasser aus dem Taunus, okay, relativ frisch, abgefüllt am Vollmond, letzten Vollmond. Also euch erwartet Yoga, Musik, frisches Quellwasser, Informationen, ja, und eine wunderschöne Gesellschaft. Was wolltest du anbieten? Ich? Ja. Ach so. ja, stimmt, ich komme auch. Und wie der Bova schon gesagt hat, ich werde das Ganze ein bisschen einfacher gestalten. Ich werde nur vielleicht eine Wassermelone oder ähnliches mitbringen. Dann werde ich sehr wahrscheinlich eine Saftpresse mitbringen, meine gute Handsaftpresse. Und dann gibt es dort frisch gepresste Wildgrünsäfte. Da werde ich auch einen kleinen Vortrag vorher halten, bevor ich das mache. Werde dann mit dem, der Lust hat, so einen kleinen Rundgang machen. Wir werden so ein paar Wildkräuter sammeln und dann machen wir uns dann am Ende einen schönen Wildgrünsaft. So einen kleinen Shot. Ich glaube, so viel kriegen wir da nicht hin in diesem Park. Und ja, die Saftpresse ist natürlich da. Das bedeutet, was ihr beiden ja vorhin schon vorgeschlagen habt, da könnte natürlich der ein oder andere, auch wenn er Lust hat, sich ein bisschen oder uns ein bisschen Gemüse mitbringen oder Obst und dann könnten wir das natürlich dann auch noch entsaften. Also ich denke, jeder, der da vorbeikommt, der soll sich ganz locker machen, ganz entspannt machen. Er muss auch gar nichts mitbringen, wenn er möchte. Einfach, was das Herz gerade sagt. Am schönsten ist es natürlich, wenn derjenige überhaupt kommt. Also das heißt, jeder, der kommt, ist schon mal eine Bereicherung für diesen Potluck und das ist das Allerwichtigste. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Eins hatte ich noch vergessen, ich werde dann noch am Ende eine Atemübung anbieten. Sehr gut, sehr gut. Genau, die ist nämlich, die tue ich jetzt seit den letzten Wochen sehr oft praktizieren und es tut sehr, sehr gut. Also wer Lust hat, kann da auch gerne mitmachen.
Ja, also wie ihr seht, wir haben uns schon einiges überlegt. Das Ganze wird ein bisschen dynamisch aufgebaut. Wir werden wahrscheinlich ein, zwei Tische hinstellen. Die ganzen Sachen, die jeder so mitbringt, werden da einfach draufgestellt und jeder kann sich dann bedienen. Also so wird es ungefähr aussehen. Die ganzen Programmpunkte, die wir uns überlegt haben, sind natürlich freiwillig. Also wir werden dann, sagen wir mal, vielleicht im Stundentakt irgendetwas versuchen anzubieten. Oder einfach mal je nachdem, wie es halt fließt. Ja, wir wollen uns jetzt auch nicht zu viel vornehmen oder so, je nachdem, wie es halt eben passt. Eine wichtige Sache noch, Hunde sind in diesem Park nicht erlaubt. Also wenn ihr da kommt, dann bringt keine Haustiere mit. Und ich wollte euch sagen, teilt dieses Video mit den Leuten, bei denen ihr denkt, die hätten eventuell Interesse daran. Ihr müsst nicht unbedingt 100%ige Rohköstler sein, selbst wenn ihr irgendwie Mischköstler seid, aber einfach offen für die Themen sind, für die Rohkost, für Gesundheitsthemen. Dann kommt einfach vorbei, bringt Freunde mit, Familie. Nur weil wir jetzt drei hier so jung sind, heißt es nicht, dass da nur junge Menschen kommen. Da kommen auch ältere Personen mit, bringt Kinder mit, kommt einfach alle. Wir laden euch alle herzlich ein. Das wäre cool. Das ist eine gute Aussage. Ja, es wäre cool, wenn so viele wie möglich zusammenkommen und dass wir einfach ein gemeinsames Essen praktizieren, uns zusammensetzen und einfach gemeinsam plaudern können. Ja, gemeinsam schwingen wir Stärke. Am 24.06. um 13 Uhr, ist auch gesagt? Stimmt, 13 Uhr. Um 13 Uhr und wir treffen uns in der Nähe vom Café Ponton um 13 Uhr. Ponton Lilu heißt es. Das ist das Café, was im Lilu, im Licht- und Luftbad ist. Genau, da treffen wir uns und dann suchen wir uns einen gemeinsamen Ort, Platz. Ja. Wer dann später kommt... Einer von uns kann seine Telefonnummer da lassen, unten in der Videobeschreibung. Also wenn ich vielleicht einer, auch. Wenn, und wenn, wenn jemand das gerne möchte, ja. Ja, wenn jemand das nicht findet, einfach anrufen. Dann freuen wir uns, euch zu sehen. Danke. Und die ganzen Infos in der Infobox unten. Danke für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis bald auf dem Potluck. Ciao. Ciao. Wenn du nicht du bist, wer dann? Dabei bist du wunderschön, oh Mann. Ich will dich, wie du bist, weil du weißt, was du willst und du